Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel und es geht heute um das hier. Das ist ein Gimbal und ich erkläre euch heute, wie man einen Gimbal einstellt, wie man es balanciert und wie man es dann am Ende benutzen kann. Das ist ein Moser Air, ich benutze das schon seit, ich weiß gar nicht, 2-3 Jahren oder so und es funktioniert immer noch wie am ersten Tag, also wirklich mega easy. Ich würde sagen, wir bauen das zusammen auf, ich erkläre euch, wie man das balanciert. Let's go! So, dazu habe ich jetzt folgende Kamera mitgebracht und zwar ist das die A7 R3 mit ND-Filter schon dran, ein paar Step-Up-Ringen und das werden wir jetzt erstmal aufs Gimbal schnallen und dann werden wir gucken, wie wir es balancieren. Let's go! So, als erstes nehme ich immer den unteren Teil des Gimbals, da wo die Batterien eigentlich reinkommen und tue den erstmal aufs Stativ. Wird einfach hier dran geschraubt, das ist eine 3/8 Zoll Schraube, glaube ich, unten. Dann könnt ihr das Ganze erstmal hinstellen. Dann 3 Akkus, die dazugehören. Also die Ausrichtung ist hier bei dem Modell eben, dass die Seite unten und die Seite oben ist. Also plus oben, minus unten. Zack, fertig. So, danach nehme ich den Kopf. Der kommt dann oben drauf und wird einfach zugeschraubt. So, das ist der grobe Setup von dem Gimbal. Besteht aus 3 Teilen. Wie gesagt, dem Fuß, Batteriehalter und dem Kopf. Und jetzt habe ich mir noch extra eine Schnellwechselplatte dazu geholt. Ich weiß nicht, kostet 10 Euro oder so. Damit das Ab- und Anklemmen der Kamera einfach schneller geht. Bedeutet, die Schnellwechselplatte kommt jetzt hier an das Gimbal dran. Und ich mache es immer hier bündig einfach, aber das ist ja je nach Gimbal ein bisschen unterschiedlich. Ich mache es immer bündig hier. Alright, Schnellwechselplatte ist dran. Jetzt kommt die Platte von der Schnellwechselplatte an die Kamera. So, auch hier schön festziehen, aber nicht zu fest, denn nach fest kommt ab. Ne? Wissen wir ja. Ansonsten habt ihr jetzt hier die Kamera an der Platte dran und jetzt kann die Kamera auf die Schnellwechselplatte und dann zugeschraubt werden erstmal. So, das ist jetzt erstmal das grobe Setup. Kamera ist drauf, aber absolut nicht balanciert. Man sieht, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Was wir jetzt machen ist, wir versuchen erstmal grob hier diese Balance zu finden, indem wir einfach nur mit der Schnellwechselplatte arbeiten. Das heißt, wir schieben jetzt die Kamera so ein bisschen vor und zurück. Und irgendwann merken wir, okay, da ist so die Balance drin. Das war nur grob, okay? Parallel dazu habe ich jetzt hier diese Achse festgehalten, die auch diese Achse hier festhält. Das heißt, wir konzentrieren uns beim ersten Schritt nur auf das hier. Wenn das jetzt gegeben ist, ihr seht, das hält, dann kippen wir die Kamera einmal so. Okay, das ist jetzt schon eingestellt im Prinzip. Das verstelle ich eben kurz. So, jetzt ist es komplett verstellt. Also ihr seht, die Balance ist hier überhaupt, überhaupt nicht drin. Und was wir jetzt machen ist, wir stellen das so ein, dass die Kamera genau nach oben zeigt. Dazu schieben wir jetzt einfach hier diesen Schieber hier hin und her. Haben wir. Dann einmal hier wieder festziehen. Wie gesagt, jedes Gimbal ist eigentlich sehr ähnlich aufgebaut. Man hat immer irgendwo Schrauben, wo man das lösen kann, diese Schienen. Kamera hält. Easy. Das ist der erste Step eigentlich. Jetzt gucken wir nochmal, ob dieses hier richtig ist. Das heißt, ob die Kamera hier in dem Hoch- und Runter-Tilt richtig ist. Das scheint auch zu halten. Die dritte Einstellung wäre jetzt, das verstelle ich mal eben auch kurz, diese Achse hier. Da seht ihr, dass das quasi diese Bewegung hier ausgleicht. Und das macht ihr jetzt auch einfach, indem ihr hier, wie gesagt, die Schiene wieder löst und dann einfach die Schiene hier ausbalanciert. Jo, das sieht schon ganz nice aus. Und auch hier machen wir wieder die Achse fest. So, jetzt haben wir quasi als ersten Schritt diese Achse hier grob festgemacht. Danach kann man nach oben tilten und diese Achse hier festmachen. Danach kann die Kamera wieder zurück und ihr macht diese Achse hier fest, also balanciert sie aus. Und jetzt müsst ihr noch hier unten diese Achse hier fest, also ausbalancieren. Und das macht ihr so, indem ihr das Gimbal jetzt komplett einmal in die Hand nehmt und einmal hier so seitlich festhaltet. So. Und ich zeige euch mal eben, wie das aussieht, wenn die verstellt ist. Das wäre dann eben der Fall, wenn das so aussieht. Das heißt, wenn diese Achse hier so runter zeigt, das darf nicht sein. Ihr müsst also diese Schiene hier balancieren, dass alle 3 Achsen auf einer Linie sind. Jo, das sieht gut aus. Dann machen wir das auch mal fest hier. Und jetzt haben wir das Gimbal eingestellt. Zack, ist an. Und funktioniert perfekt. Super. Sehr schön. Geil. Ja, und so stellt man ein Gimbal ein. Das funktioniert, wie gesagt, bei jedem Gimbal eigentlich sehr ähnlich. So, das Coole an diesem Gimbal ist jetzt, es gibt auch noch einen Thumb-Controller, also einen Controller, den man hier in der Hand halten kann. Und zwar ist er mit Bluetooth oder WLAN verbunden, weiß ich gar nicht. Und damit könnt ihr nämlich das Gimbal kontrollieren, ohne dass ihr quasi dran sein müsst. Und das ist echt geil. Und zwar, das zeige ich euch im nächsten Video, kann man nämlich einen Kran simulieren mit diesem Setup.
Also ihr kennt ja so Kamerakräne, die sind ja riesig. Und das geht mit dem Gimbal auch. Und das zeige ich euch im nächsten Video, also seid gespannt. Ansonsten war es das mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit gut erklären, wie man einen Gimbal einstellt und wie man es balanciert. Ja, dann würde ich sagen, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Let's go. Bis zum nächsten Mal.